Willkommen hier in der Red Bull Arena. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfans. An den Mikrofonen sind heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. RB Leipzig gegen Mainz 05. Was den Ballbesitz angeht, haben die Gastgeber Vorteile. Aber beim Ergebnis hapert es, das ist eine Enttäuschung, nur unentschieden. Kein Tor, der Torhüter ist da. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. Chance zum Konter jetzt. Da kann sich was entwickeln. Achtung jetzt. Er hält drauf. Guter Einsatz, da ist er da. Konrad Leimer, er hechtet, er macht sich lang und dann hat er diesen Ball. Der Ball erstmal raus, gut gemacht. Forsberg, Konrad Leimer, vielleicht die Führung jetzt. Sie machen das Tor und irgendwie was abzusehen. Ja, sie sind bislang die stärkere Mannschaft, tun mehr für die Partie. Ist eine verdiente Führung. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass und dann kommt der Ball aufs kurze Eck. Drin ist er. Traut sich nicht jeder, aber hier wird der Mut tatsächlich belohnt. Pfosten, aber der ist noch heiß. Guter Vorstoß da jetzt. Konrad Leimer. Alu-Treffer in der Situation, das ärgert sie. Wenn der reingeht, dann bauen sie die Führung aus. Aber im Grunde sieht es immer noch gut aus. Das frühe Stören jetzt. Forsberg. Tor, da ist es. Und jetzt sind sie mit zwei Toren vorne. Ja, da sieht man wieder, was der am Ball alles drauf hat. Und dieses Tempo ist natürlich klasse. Der Antritt, die Abwehr am Ende, muss man ganz ehrlich sagen, machtlos. Jetzt können sie den Angriff starten. Nkunku. Noch ein Tor. Sie erhöhen weiter diesen Vorsprung. Den werden sie sich nicht mehr nehmen lassen. So, nochmal die Wiederholung. Die Szene wird der Trainer der Mannschaft garantiert noch häufiger zeigen. Was für ein Ballverlust. Und dann geht es ganz, ganz schnell. Und der Treffer fällt. Das darf sie dir nicht erlauben. André Silva. Die Chance jetzt. Schöner Volley-Schuss. Und da bedankt er sich natürlich. Ja, da machen sie. Und das ist der Schlusspfiff. Leipzig holt sich hier also den Sieg. Das war eine klasse Leistung heute. Am Ende fast schon mühelos und damit natürlich überzeugend. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Klasse Spiel, Tor gemacht, Alu getroffen, am Ende der Sieg. Viel richtig gemacht, war sehr aktiv, hat heute genau die Impulse gesetzt, die die Mannschaft gebraucht hat.